busca la barrera. Delgado Ferreiro, le va a pegar Cristiano Ronaldo. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi. Ronaldo, free kicks has been a bit erratic this year. It's the visionary genius of Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. The rich, feed the poor, till they are never rich no more. Schließend Fazit zwischen dem CR7 Superfly und dem Messi 15.1. Beim Komfort macht der Schuh von Messi das Rennen, denn er verursachte im Gegensatz zum Superfly keine Druckstellen und Blasen. Bei der Passform liegen beide gleich auf, wobei mir der Messi 15 etwas besser gefallen hat. Wenn es um das Ballgefühl geht, kann selbst der Schuh von Messi dem Superfly CR7 nicht das Wasser reichen, denn das Obermaterial des Superfly ist dünn und sehr flexibel. Auch wenn der Messi 15.1 ein sehr gutes Ballgefühl vermittelt, im Vergleich zieht er jedoch den Kürzeren. Dagegen sehe ich das neue Topmodell von Adidas bei der Qualität und Haltbarkeit wieder vorne. Nach unserem 4-wöchigen Test hatte dieser kaum Abnutzungsspuren und garantiert somit eine längere Haltbarkeit als das CR7-Modell von Nike. Auch in der Neuauflage des Duells Messi gegen Ronaldo gewinnt der Schuh von Messi. Dieser ist bis auf das Ballgefühl in allen Punkten besser und kostet zudem 80 Euro weniger. Außerdem ist die neue Sohle sowohl für Rasen als auch Kunstrasen geeignet. Wer aber unbedingt ein Modell von Nike haben möchte, dem würde ich den Vapor X empfehlen. Dieser kann es sogar mit dem Messi 15.1 aufnehmen. Meine heutige Frage an euch lautet, welchen Schuh würdet ihr nehmen, den CR7 oder den Messi 15.1? Ich hoffe, euch hat dieser Test gefallen und würde mich daher über eine Bewertung freuen. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Ich danke fürs Zuschauen, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal. Sure.